willkommen zu meinem Video. Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die am Studieren ist und festgestellt, dass sie gar keine Ahnung hat, welche Versicherung sie eigentlich braucht, wenn sie mit ihrem Studium fertig ist und was sie eigentlich auch während des Studiums schon alleine braucht. Aus diesem Grund möchte ich in dem folgenden Video euch einmal erklären, wenn ihr noch in der Ausbildung seid oder im Studium, worauf ihr achten solltet und wenn ihr fertig seid, was ihr eigentlich auf jeden Fall abschließen solltet. Zunächst einmal gehen wir mal von dem Fall aus, ihr seid Student und seid vielleicht sogar auch schon bald fertig oder eben gerade am Anfang. Da solltet ihr schon über eine Berufsunfähigkeitsabsicherung nachdenken, die ich im Folgenden übrigens BU nennen werde, abgekürzt. Wenn man als Student eine Berufsunfähigkeitsabsicherung macht, heißt das natürlich nicht im klassischen Sinne Berufsunfähigkeitsabsicherung. Man fügt eine Studentenklausel mit ein, beziehungsweise man macht daraus eine Erwerbsunfähigkeitsabsicherung. Wenn man dann fertig ist mit dem Studium, meldet man seinen Beruf rein und damit ist es dann eben die Berufsunfähigkeitsabsicherung. Und nicht zu vergessen ist, dass wenn ihr gerade fertig geworden seid und den Job antretet, ihr ohne Gesundheitsprüfung die BU-Rente erhöhen könnt. In einer BU werden die Berufsgruppen in verschiedene Klassen aufgeteilt, zum Beispiel A, B, C und D. In A ist beispielsweise der Akademiker, in D der Dachdecker und je höher das Risiko, desto höher ist die Berufsgruppe oder Berufsklasse. Jetzt ist das so, ist man A oder sogar A+, dann ist das Ganze, die Berufsunfähigkeitsabsicherung insgesamt günstiger. Und wenn man als Student die BU abschließt, dann läuft man in der Regel unter A+. Wenn ich jetzt zum Beispiel BWL studiert habe, so wie bei mir, also ich habe BWL studiert und meine BU während der Zeit noch gemacht, habe ich die Berufsgruppe A+ bekommen und solange ich irgendwas Wirtschaftliches mache, also Betriebswirtschaftliches, sei es Kundenberaterin im Innendienst oder Außendienst oder irgendwas in der Richtung, solange behalte ich meine Berufsklasse A+. Dadurch spare ich im Prinzip über die ganzen nächsten Jahre Geld und das könnt ihr eben auch, wenn ihr schon während des Studiums eine Absicherung macht. Als Azubi gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr sowieso schon darüber nachgedacht habt, ob ihr nicht eine BU macht und vielleicht sogar schon eine kleine habt. Wenn ihr dann fertig seid mit der Ausbildung, könnt ihr die ohne Gesundheitsprüfung erhöhen. Das könnt ihr euch in einem anderen Video von mir anschauen. Außerdem, während des Studiums kann es sein, je nachdem wie viel ihr bei eurem Studentenjob verdient, dass ihr euch selbst krankenversichern müsst, also selbst eine Mitgliedschaft bei der gesetzlichen Krankenversicherung beantragen solltet. Auch hier solltet ihr euch selbst darum kümmern, bei welcher Krankenkasse ihr eigentlich seid und was ihr eigentlich von eurer Krankenkasse erwartet, weil zwar überschneiden sich 95% der Leistungen, aber gerade diese 5% könnten genau das sein, was ihr in eurer Krankenkasse gerne mit drin habt. Also, wenn ihr euren Job wechselt oder gerade selbst eine Mitgliedschaft beantragen müsst oder eben mit Jobwechsel meine ich jetzt von Studentenjob in für selbst Krankenkassenbeiträge zahlen müsst, wenn ihr an diesem Punkt seid, ihr habt die Möglichkeit zu wechseln oder ihr müsst irgendwie eine Mitgliedschaft beantragen, macht euch wirklich Gedanken, wo wollt ihr eigentlich hin? Und da gibt es dann auch Aktionen, Kunde wirbt Kunde oder Mitglied wirbt Mitglied und ja, lasst euch da einfach auch mal zu beraten. Auch da lohnt es sich mal drauf zu gucken, was ich eigentlich habe. Das bedeutet, wenn ihr irgendeinen Job annimmt als Student, dann spricht doch mal mit eurer Krankenkasse, ob ihr mit eurem Verdienst dann schon über die Freibeträge kommt und euch selbst versichern müsst. Und solltet ihr auch mal den Job wechseln und da mehr Geld verdienen, gilt natürlich das Gleiche. Nun seid ihr fertig mit eurem Studium und eurer Ausbildung oder eurer Ausbildung und wohnt nicht mehr bei euren Eltern und zieht auch nicht mehr zurück, dann fallt ihr in der Regel aus der Familienversicherung in der Privathaftpflicht eurer Familie raus. Das bedeutet, es kann sein, solange ihr studiert oder solange ihr eben in der Ausbildung seid, dass ihr bei euren Eltern mitversichert seid. Das solltet ihr auch am Anfang, wenn ihr studieren geht, klären, weil es gibt noch ganz Ur-Asbach alte Tarife, da ist das nämlich nicht mal so der Fall. Die müssen dann einfach nur aktualisiert werden, so dass ihr während dieser Ausbildungszeit versichert seid. Nun müsst ihr euch aber selbst darum kümmern und eine Haftpflichtversicherung abschließen. Da haben wir auch spezielle Tarife für gerade Berufseinsteiger, die ein bisschen günstiger sind. Man kriegt junge Leute Nachlass etc. oder man kann sogar eine Hausrat, Haftpflicht und eine Internetrechtsschutz bei uns kombinieren. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber das Wichtigste ist, dass ihr wisst, ihr müsst euch darum kümmern. Also habt ihr euch im Prinzip jetzt abgesichert für den Fall, dass ihr berufsunfähig werden solltet und für den Fall, dass ihr jemand anderem, also einem Dritten, schädigen solltet.
Jetzt gibt es natürlich ganz viele andere Versicherungen. Ihr könntet euch um eure Altersvorsorge kümmern, ihr könntet euch eine Unfallversicherung machen, etc. pp. Da solltet ihr euch einfach mal beraten lassen. Nur in diesem Video geht es ja darum, was ihr auf jeden Fall haben solltet. Und da seid ihr ganz gut dabei mit einer Privathaftpflicht und einer Berufsunfähigkeitsabsicherung. Und wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr euch gerne an meine Facebook-Seite an mich wenden. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ich freue mich über jeden Like und jeden Kommentar. Wenn Fragen offen sind, einfach melden. Ciao!